Willkommen zu einem neuen Video, und zwar Pitman. Ich dachte, ich bringe mal ein Spiel, was jetzt noch nicht jeder kennt. Und zwar kam das 1985, glaube ich, über den Sharp MZ 700 aus dem Computer raus. Ja, und 1990 wurde es dann noch für den Game Boy entwickelt. Released. Und es kam sogar 2011 nochmal im eShop für den 3DS raus. Was ich ganz erwähnenswert finde. Das war schon mal schlecht. Okay, jetzt kann ich das mal zeigen. Okay, und zwar, wenn ich A drücke, dann kann ich die Zeit zurückspulen. Was jetzt zum Beispiel nötig ist. Zack, zack, zack. So, zuerst runter. Das ist halt so ein altes Puzzle-Game für den Gameboy, wie man unschwer erkennen kann. Das Ziel ist es einfach, diese Typen da zu töten. Und ja. Ich glaube, diese Blöcke kann man zerstören. Das kann man dann wegkicken. Und zack. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Ganze nur ein Video lang machen werde. Aber ich denke mal schon. Weil es halt so spannend dann auch wieder nicht ist. Finde ich zumindest. Okay, wie mache ich das hier mal am besten? Ich denke mal, ich mach so, zack, zack. Es kam, glaube ich, auch nie ein Nachfolger raus. Zumindest habe ich da jetzt nichts drüber rausgefunden. In meiner 10-sekündigen Recherchearbeit. Zack. So, wie mache ich es hier am besten? Einfach den zerstören und dann. Nein! Ach, ich drücke mal aus Versehen B. Nee. Ich muss das hier rüberschieben. Zack, dann zack. Ja, die ersten 15 Level kenne ich schon, also die dürften ziemlich schnell. Die dürfte ich ziemlich schnell hinbekommen. Es gibt auch zwei Charaktere, ich weiß leider nicht, wie die heißen. Ich weiß nicht mal, ob die überhaupt Namen haben. Sind so halb Mensch, halb Katze irgendwie. Wie mache ich das am besten? Ich gehe einfach hier runter. Das rüber. Gehe ich hoch. Zack. Ich dachte, das ist meine Abwechslung zu den ganzen Mario-Spielen, die kommen. Vor allem noch kommen werden. Den erstmal töten. Genau so. Jetzt kriege ich das so hier runter. Dann kann ich das hier auch runterkicken und dann komme ich ran. Man kann auch nicht springen. Ja, das ging so, genau. Zack. So, jetzt kicke ich das hier runter. Dann kicke ich das hier kaputt. Und schon komme ich drauf. Es bringt auch nichts, sich irgendwie auf die Gegner draufzustellen oder so. Man kann unten die Runden auswählen, das wäre ganz praktisch, um herauszufinden. Wie viele Runden das gibt. Ich bin jetzt in Runde 12. Gucke ich direkt mal nach.
100 scheint es zu geben. Aber jetzt habe ich vergessen, den Charakter zu wechseln. Denke ich mal auch nicht so wichtig. Das war das erste Level, wo ich beim ersten Mal spielen schon etwas gestruggelt hatte. Ist aber eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man weiß, wie es geht. So müsste es gehen. Nein, so geht's nicht, ich bin dumm. Zack, zack. Okay, das reicht schon. Wait a minute. Ich habe was Grundlegendes vergessen, und zwar, dass ich diesen Stein hier auch noch bewegen muss. So, und jetzt. Jetzt kann ich mich hier drum kümmern. Zack, 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 zack. Und nur noch zum Gegner laufen und schon ist es geschafft. Eine Minute drei, das ist schon ziemlich traurig dafür, dass ich das Level schon kannte. Ach, das Level. Okay, hier kann ich jetzt erstmal nicht viel anderes machen. Ja doch. Zack. Zack. Hier darf ich nicht runterspringen, das wäre ein Fehler. Genauso wie das ein Fehler ist. So müsste es gehen. Okay, zerstöre ich das. Kicke ich den Stein hier rüber und dann. So funktioniert es doch. Bestes Game auf jeden Fall. Ach, dieses Level. Da muss ich ja glatt nochmal nachdenken. Da habe ich echt ziemlich lange gebraucht. Okay, da muss ich jetzt wirklich überlegen. Ich hatte zwar gesagt, ich habe es schon gespielt, aber ich habe es auch wieder vergessen. Ich habe der zwar schon mal richtig für den Anfang. Ach ja, genau so hat es irgendwie funktioniert. Ja, genau so. Ich hatte nämlich beim ersten Mal immer das Problem, dass ich den Stein nicht zurückschieben konnte, weil die Gegner noch im Weg standen. Das Level war ziemlich einfach. Das muss jetzt erst hier runter, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig wäre, wenn ich das so mache, aber ich glaube schon. Doch, so war es, ja. Ich hätte auch oben bleiben können, fällt mir gerade so auf. Ja, jetzt muss ich das Ganze nochmal laufen, aber damit komme ich zurecht. Zack, 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 zack. Aber für das Level braucht man auch ziemlich lange, wenn man weiß, wie es geht. Wie es funktioniert. Ach, das, ja, das Level kann ich auch noch. Das war richtig seltsam irgendwie. Da muss ich jetzt überlegen. Ja, das war schon mal falsch. Nee, nee. Aber ich weiß wieder, was ich machen muss. Bitte. Nee, warte mal. Nein, nein, bleib da. Muss ich jetzt so rüberkicken? Nein, das war ein Fehler.
war der Witz bei dem Level. Ich musste das ja, und ich durfte mich danach nicht mehr bewegen. Das war der Witz. Zack. Das 17. Habe ich das auch schon gespielt? Ich bin mir nicht sicher. Ach ja, doch, das habe ich auch schon gespielt. Und das? Ne, warte mal. Ich muss erst runter. Das ist der Witz bei dem Level. Ich muss zuerst runter. Kann ich ja schon mal ganz rüber schieben. Das ist, glaube ich, sogar das Beste, was ich machen kann in dem Fall. Dann kicke ich das hier rüber. Weil hätte ich den Stein hier gelassen, wo ich gerade bin, hätte ich den ich gerade runtergeschmissen habe, wieder nicht verschieben können. Deswegen ist die Reihenfolge wichtig. Zack. So, ich glaube, dieses Level hatte ich auch noch gemacht. Ja doch, ich glaube, ich weiß noch, was ich machen musste. Ja, yep, das war eigentlich ziemlich einfach, das Level. Der Witz bei diesen Geistern oder was das sein soll, ist, dass die halt nicht runterfallen. Hier ist, glaube ich, auch die Reihenfolge wichtig, wie ich die besiege. Zuerst den hier und dann den. So, und nach diesem Level hatte ich, soweit ich weiß, aufgehört. Jupp, das Level kenne ich nicht mehr. Hier muss ich mich also auch erstmal reinfinden. ja, jetzt versage ich natürlich. Ich sag's mal so, ich würde mal zuerst das so rüberkicken. Scheiße. Warte mal, genau. Ich war falsch rum hier. Nee, der Stein, der ist ja schon runter. Der Witz ist bloß, dass ich das hier so rüber mache. Jetzt die Frage, ob das funktioniert. Ja, so funktioniert's. Das hier drüben ist witzig. Ich denke mal, ich muss schon erstmal das zerstören. Ja, so geht's perfekt. Was für eine Minute und eine Sekunde war's? Ne, 10 Sekunden. Das ist ziemlich gut eigentlich für meinen ersten Versuch. Okay, was ich hier machen muss, ist, denke ich, erstmal ziemlich klar. Weil das ich doch nur ein Fehler sein kann. Okay, das Level geht jetzt eigentlich, wenn ich jetzt keinen grundlegenden Fehler gemacht habe. Ah doch, habe ich. Hm? Nee, habe ich nicht. Nö. Ach doch. Scheiße. Ich weiß, was ich machen muss. Nein, genau das nicht. Zack. Ach, der geht so nicht rüber. Ja gut, dann muss ich nochmal komplett zurückspulen. Was macht ihr denn? Warte mal. Warte mal, wenn ich durchgehe, ja, dann geht's. Das ist der Trick. Zack, zack, zack. Und jetzt geht's, ja. Nice.
Runde 20. So, mache ich mal noch das Level hier. Ganz gerne sterben. Tschüss. Der Witz ist, wenn ich hier einmal runtergehe, komme ich nicht mehr hoch. Die könnte ich ja eigentlich. Okay. Da muss ich jetzt mal nachdenken. Zur Abwechslung. Ach, ich weiß es, glaube ich, oder? Ist das eine Idee? Ah, ich kann aber nicht direkt zurück. Oh Mann. Der Ansatz ist gut, denke ich mal. Bessere Idee. Gut, erstmal das hier rüberkicken. Nein, doch nicht das rüberkicken. Das rüberkicken. Und dann das hier rüber zu kicken. Ah, genau. Genau so funktioniert's. Oder? Ja, perfekt. So geht's doch. Der, die da unten, muss ich natürlich auch noch besiegen. Das war's, ja. Ich habe mich gerade gewundert, weil irgendwie so ein komisches Standbild war. Ich steck mal. Kommt drauf an. Ich sehe ja das ganze Feld nicht mal. Das war möglicherweise dumm, aber weiß es nicht. Nö, geht voll klar. Ja, so funktioniert's. Nicht. Okay, so funktioniert's nicht. Ich muss da weiter zurück. Oh ne, muss ich schnell. Doch, muss ich. Ich muss komplett zurücksetzen. Ah, da gibt es auch diese Funktion. Hallo, diese Funktion meine ich. Es wäre doch das Beste, wenn ich zuerst das zerstöre. Nein, das nicht. Nein, das wäre nicht das Beste, wenn ich zuerst das zerstöre. Sie haben vielleicht eine gute Idee, wenn ich das zerstöre? Nein, wäre es auch nicht. Komm, geh zurück. Ah, man kann nicht instant zurückgehen. Das ist gemein. Ah, fuck. Nein! Ich mach mal so.
Zack, 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 zack. Nee, es bringt rein gar nichts. Ja gut, das ist schon mal nicht die Lösung. Ich denke, das Beste ist wirklich, wenn ich erstmal runterspringe. Vielleicht ist es sogar eine gute Idee, wenn ich das erstmal zerstöre. Könnte das was werden? Tue ich das schon mal da unten rein? So, und jetzt? Ach, er geht nicht runter. Aber... er geht halt nicht runter, das ist das Problem. Aber sonst ist er doch auch immer so schnell drunter. Ach nee, das war... das war ja ein ganz anderer Fall. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Sogar fast den guten Ansatz hatte. Aber der Ansatz leider war leider nicht genug. Nee, das funktioniert nicht. Hab ich das denn letztes Mal runterbekommen dort? Ich habe ganz am Anfang den Fehler gemacht. Ganz am Anfang. Ach nee. Aber das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Ich habe ganz am Anfang... ja, ja, okay, doch, 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 doch. Denn der Trick ist, ich gehe einfach hier wieder hoch. Jetzt habe ich schon was Grundlegendes vergessen und so das. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, jetzt schlage ich das weg. Das auch. Und jetzt hole ich einfach diesen Stein, um ihn. Zack, genau so. Okay, das war's dann auch mit diesem Video. Kann ich sogar mein eigenes Level erstellen. Wo tue ich den Player mal hin? So. Zack. Kommt der Player hin, hier auch. Multiplayer-Map. Ja, ein paar Geister. Okay, das ist jetzt auch nicht der Sinn der Sache. Und dann bis zum nächsten Video.